Ja, hier stehen wir also bei Kiri vor der Haustür. Und ja, ohne lange zu schnacken, gehen wir doch direkt mal hin. Die scheint ja echt eine Geschäftsfrau mit Leib und Seele zu sein. Kiri ist vermutlich drin. Komm. Aber vorher möchte ich mir hier den Schokobo angucken. Der hat echt genauso eine Mütze wie Kiri auf. Schon ein bisschen sehr süß. Ach, ist das eine Schokobo-Haltestelle, diese Lämpchen hier? Wahrscheinlich, oder? Ich dachte, das wäre ein Lämpchen, aber ich glaube, das ist, da kann man sein Schokobo festmachen. Also so wie, ne? Früher im Western mit den Pferden. Ihr wisst schon. Ihr wisst, was ich meine. Warum komme ich denn da auch nicht hoch, Cloud? Ah! Geht doch. Boah, die Luftballons sind so eckig. Da muss ich gleich an Sims denken. Ach, guck mal, wenn man näher kommt, geht's. Ja. Wenn ihr wisst, was ich meine, dann wisst ihr, was ich meine. Din, din. Die Musik ist schon irgendwie sweet hier, muss ich sagen. Moment, hier ist ja auch eine Bank. Oh, wie blöd von mir. Ah, ah. Na gut, egal. Ich sagte ja, die Kissen sind nicht so teuer. So, wo ist denn Kiri? Din, din, din. Da ist sie. Hallo, Kiri. Herzlich willkommen. Ich bin die Alleskönnerin Kiri. Kommen wir zum Geschäftlichen. Ja. Na sowas. Jetzt hätte ich meinen Angestellten doch glatt mit einem Kunden verwechselt. Aber schön, dass es dich auch mal in die Filiale von Junon verschlägt. Wer ist hier ein Angestellter? Und nenn dich gefälligst nicht Alleskönnerin. Der Name ist geschützt. Was? Mann, oh. Alle hacken auf mir rum. Dabei ist das alles nur deine Schuld, Cloud. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Ich dachte, in Junon wartet das große Geld. Aber hier kennt ja wirklich niemand den Alleskönner. So kommen natürlich auch keine Aufträge rein. Kann nur auf rumsitzen und Däumchen drehen. Also musste ich erstmal beim Urschleim anfangen und so richtig die Werbetrommel rühren. Und was genau willst du verkörpern? Langweilig, düster und mürrisch? Du brauchst ganz dringend einen Berater für Selbstmarketing. Sorry. Sprechen. Und ob? Oh, du bist ja sowas von drollig. Willst du nicht mein Haustier werden? Na komm mal her. Mietz, 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 mietz. Los, fass. Red, fass. Weiß der etwa? Na dann eben nicht. Kein Haustier, keine Kunden. Das ist doch zum Verzweifeln. Hier ist echt der Wurm drin. Marketing und Unternehmensführung, alles aus einer Hand und doch. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Ich habe noch ein Ass im Ärmel. Boah. Was? Singt sie gerade? Genial, oder? Die Leute werden mir die Bude einrennen. Das ist wirklich ein Lied von ihr. Hä? Warum kommen denn jetzt Ungeheuer statt Kunden? Bei der Lärmbelästigung würde ich auch mal anklopfen gehen. Ja. Das ist ein ganz klarer Fall für den Alleskönner. Ist klar. Komm schon, Cloud, das ist doch dein Spezialgebiet. Ich dachte, das wäre dein Job. Jetzt sei doch nicht so kleinlich. Hier. Kriegst auch eine von denen. Nein, danke. Ich fürchte, wir müssen trotzdem kämpfen, wenn wir hier lebend wieder raus wollen. Ja, natürlich müssen wir das. Natürlich müssen wir das. Boah, ich finde sie so nervig. Das ist also ein Lied von ihr. Also ist ein bisschen cool, muss ich sagen, das Lied. Na gut, dann wollen wir die da unten mal bekämpfen. Die Puddings. Puddingse. Ach so, nee, ich hatte ja gesessen, genau.
Unnötigerweise. So, dann wollen wir die mal bekämpfen. Jetzt mach endlich kurzen Prozess mit diesem Gesocks-Clown. Wieso bist du denn schließlich ein Alleskönner? Alter, hör auf, uns anzuschreien. Warte mal, was war gegen die noch gut? Ja, Feuer, genau. Alles klar. Geht's noch, oder? Brenne! Ziemlich schwach. Triffst du von dort? Ja, so trifft man die kaum. Boah, regt die mich gerade auf, Alter. Oder? So, fertig. Oh, noch mehr, okay. War ja irgendwie klar, dass es nicht so einfach sein konnte. Ein echter Alleskönner lässt sich doch von sowas nicht unterkriegen. Die nervt ja überhaupt nicht. Kommen bestimmt jetzt mehrere Wellen. Richtig so! Hau rein! Wenn du so weitermachst, ernenne ich dich zum Angestellten des Monats. Wie bitte? Boah, ich finde die so nervig, die Kiri. Boah, ich mag die gar nicht, ey. Jetzt oder nie! So. Ach, okay. Sind noch ein paar Kleinis hier. Was war mit euch? Frost natürlich. Eiskalt. Jetzt. Labert die uns hier die ganze Zeit zu, oder was? Kein Ziel vorhanden. Okay, sind alle weg. Oh, da kommen aber nochmal Puddingse. Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Oh, kann die mal die Klappe halten, oder was? Es wird jetzt oder nie. Dann übernimm. Überlass das mir. Ja, du hast kein Feuer, oder? Oh, nochmal Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Nee, Blitz und Aero. Hast du denn... Hattest du nicht, ne? Nee, hat sie nicht. Hm. Keine Ahnung, heiliger Magiekreis. Den können wir vielleicht hier so in die Mitte setzen. Wenn das jetzt so weitergeht, sind wir ein bisschen stärker. Ja. Also das geht doch wohl aber noch ein bisschen besser, oder? Boah, die Kiri, ey. Ich mag die nicht. Bis hier und nicht weiter. Ich hasse die so. So. Ach, das regeneriert. Oh, was ist das denn? Hä? Weißes Mus. Das regeneriert MP? Der Magiekreis? Ist das wirklich so? Da gab es gerade eine 5 so. Weißes Mus. Okay, der ist neu. Sieht aber irgendwie cool aus. Wollen wir den mal analysieren? Nur kein Über. So wirksam nichts, absorbiert nichts, okay. Subspezies des Puddings, die durch Marco verseuchtes Wasser aufgenommen hat und dadurch toxisch geworden ist. Sie schluckt ihre Beute im Ganzen hinunter und schwächt sie nach und nach im Inneren ihres Körpers. Bäh. Dieses Wesen kann mit elementaren Attacken schockanfällig gemacht werden. Okay, steht aber jetzt nicht da, welche. Allerdings wechselt es durch diese Angriffe in einen elementresistenten Modus und absorbiert ihre Energie. Sobald sich ein gewisses Maß an Energie aufgestaut hat, entlädt sie sich in einer mächtigen Magieattacke. Wie habe ich das denn jetzt zu verstehen? Okay, also wir müssen definitiv mit Magie angreifen. Jetzt, ich nehme einfach mal Feuer. Sehr gut. Okay, jetzt brennt er so. Ah, im Schockzustand wirksam. Okay, jetzt hat der die... Der hat jetzt die Magie Feuer angenommen, weil wir den mit Feuer attackiert haben. Das heißt, wir müssen den jetzt mit Frost, Blitz und Aero attackieren. Bevor er explodiert oder so. Okay. Alles klar. Verstehe. Boah, halt die Fresse, Kiri. Oh, er hat sich schon im Laden. Okay, cool. Puddingpresse. Scheiße. Klingt nicht gut. Nee, ich wollte eigentlich den da attackieren. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Zack! Lass das. Schwach. Die Musik ist aber ganz süß von ihr. Boah, aber das Gelaber geht mir
so auf den Sack gerade. Okay, Bio hilft wahrscheinlich alles nichts, ne? Du bist dran. Lass mich mal. Feuer und Kraft. Jetzt! Schock, sehr gut. Das Spiel ist aus. Warte mal, der hat Schock? Wer ist denn jetzt gerade geschockt? Das war's! Der ist geschockt. Boah, halt doch die Fresse, Kiri. Limit! Kreuzschlag. Machen wir. Gegen den. Mal sehen, ob das abgerechnet. Geht. Übernimm du. Komm schon! Los! Wirkungslos stand da, ne? Also das geht doch wohl aber noch ein bisschen besser. Oh, ich kann beschwören. Ich weiß nur nicht, ob das nötig ist. Viel Fraß. Scheiße, der frisst jetzt, ne? Abhauen, ey. Nein, nicht fressen. Scheiße. Okay. Zieh dich zurück. Boah, halt doch dein Maul. Warte mal, der hat... Okay, der hat Feuer. Dann machen wir da jetzt mal... Eis... Aerora. So. Nicht übertreiben. Oh, sie ist auch gefrossen. Scheiße. Eis heraus. Okay. Ich brauch jetzt das auch. Keinen Kong. Genug. Reduziert, ist trotzdem reduziert. Eis. Erfriere dich. Ja. Los. Na komm, der ist fast fertig. Los. Komm, ich mach nochmal Ei. Ach nee, der hat ja jetzt wahrscheinlich dieses Element. Es hakelt. Setz aus mit dem Pelz nicht. Okay, der ist hinüber. Sehr gut. Ach so, ich dachte gerade, warum ist, bleibt der jetzt da so sitzen oder was? Ich mach mal Aeroa. Jetzt jump! Jetzt oder nie! Okay, das hat er jetzt aber nicht angenommen. Doch jetzt. Jetzt hat er es angenommen. Absorbiert. Das ist cool. Und jetzt könnte es Feuer und so wirksam. Spannend. Nein, lass das. Nicht mich auffressen. Weiter! So. Was haben wir denn für Synchrofähigkeiten gerade? Blütensturm und ungezähmter Aufstand. Das kennen wir aber schon, ne? Wir könnten das mal machen. Dann haben wir ein bisschen mehr ATB. Weiß nicht, ob wir das noch brauchen, aber why not? Jetzt haben wir, können wir direkt dreimal auf ihn drauf. Na, also das geht doch wohl aber noch ein bisschen besser, oder? Der Feind ist geschwächt. Okay, ich kann halt. Ach, er war noch mittendrin. So, und nochmal. Keinen Feuer. Boom! Sehr gut. Hier sprießen die Ungeheuer ja wie Pilze aus dem Boden. Langsam dämmert's mir, warum ich nie Kundschaft hatte. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Hier komme ich nie auf einen grünen Zweig. Ich mach den Laden dicht. Also dann, auf zu neuen Ufern! Ach ja, danke, dass ihr aufräumt. Was? Alles Könner, Cappy. Ah, Kommst du mit? Mietz. Genau, knurr sie an. Ciao, ciao. Die Sorte Mensch, von der man sich besser fernhält. Mhm, genau. Geht mir genauso. Hey, Leute! Hey, Tobi! Da war diese komische Durchsage. Und dann tauchten auf einmal lauter Ungeheuer auf. Aber wie es aussieht, waren meine Sorgen unbegründet. Keiner kann es mit Avalanche aufnehmen. Und was ist jetzt aus dieser Alleskönnerin geworden? Ist abgehauen. Na super, dann machen wir uns mal ans Aufräumen. Übrigens hat mir Rhonda erzählt, dass ihr auch manchmal als Alleskönner arbeitet. Mhm. Mann, das hättet ihr mir doch aber wirklich sagen können. Haha, ja. Das nächste Mal buche ich euch richtig und offiziell. Ach, guck mal, das ist sein Schokobo und der hat eine Mütze und eine Sonnenbrille auf wie der Tobi selbst. Ist ja witzig, Leute. Guckt mal. Wir haben die Kappe und so jetzt von so einem Schokobo freigeschaltet. Das ist so absurd, oder? Guckt euch den Schokobo und den an. Das ist irgendwie... Okay. Avalanche allein ist bestimmt schon ein Vollzeitjob. Und dann auch noch Alleskönner? Echt der Wahnsinn. Ja, krasser Scheiß, ne?
Was wird denn dann hier jetzt gemacht? Was hat er gesagt? Hm. Au, da sind Kisten in der Ecke. Kisten. Leere Kisten. Ich setz mich mal hier oben auf die Bank, oder? Könnten wir mal machen. Ach, guck mal. Hier kann man das sich richtig gut angucken von hier. Ach, ja, Foto haben wir ja gemacht, ne? Auf jeden Fall sind hier viele Materialien. Aber ist alles voll wieder. Mhm. Die Musik war nervig, aber es war auch ein bisschen cool. Oh, ja, es passt nichts mehr, es passt nichts mehr. Bla, 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 bla. Oh, können wir denn irgendwas Neues machen? Goldnadel? Nee, können wir nicht. Wo haben wir denn so viel? Hier. Gnade des Planeten. Aber wir haben kaum noch Salbei. Hier ist auch was Neues. Kann ich aber beides nicht herstellen. Kann ich auch nicht herstellen. Kann ich auch alles nicht herstellen. Mhm. Mhm. Na gut. Dann halt nicht. Huch. So, kurz hier. Ja, ist gut, das Spiel. Ich hab's verstanden. Ja! Warte, hier hinsetzen wollte ich nicht so. Setz dich hin, setz dich hin, setz dich hin, setz dich hin. Ne, 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 ne. So, gut. Was machen wir denn jetzt? Was haben wir denn noch so auf der Uhr? Foto haben wir gemacht. Das könnten wir zurückbringen. Haltestelle. Wir wollten hier gegen den noch kämpfen. Krähennest. Aber mehr war ja hier jetzt nicht mehr. Aufträge. Es gab zwei, ach, das sind zwei tiefer Aufträge hier tatsächlich. Hm. Und, aber wir haben 5 von 5. Also mehr Aufträge gibt es hier auch nicht mehr. Das heißt, wir könnten jetzt auch weitermachen. Ich glaube, ich mache dann Schnellreisen. Und zwar zum Krähennest zurück. Und dann spielen wir halt Karten nochmal, ne? Ja. Wo kann ich da direkt hin? Nee, kann ich da hin schnell reisen? Nein. Da könnte ich hin schnell reisen. Na komm, dann gehen wir zum Südtor. Ja, komm, gehen wir von hier aus rein. Ja. Oh, Moment, falsch rum. Ich muss ja hier rein. Krähennest. Mitstreiter der Jugendwehr. Wir kämpfen für die richtige Sache. Willkommen im Krähennest. Auf Salbei. Ja! Sehr gut. Jawohl! Wir sind bei dir. Wer von euch erinnert sich überhaupt noch, welche Farbe das Meer von Junon? Wir holen uns das Meer. So, dann wollen wir doch mal hier gegen den kämpfen. Ach so, wir wollten unser Kartendeck noch anpassen vorher. Stimmt. Ich wollte mir das ja mal angucken. So, wir haben nämlich neue Karten dazu bekommen. Zeig mir die doch mal. Hier neu, da steht neu dran. Warte, hier einmal. Oh, was ist das denn? Warte mal, wie Details? So, Prüfauge. Solange sich diese Karte auf dem Spielfeld befindet, erhöht sich die Stärke von verbündeten und gegnerischen Karten auf von diesem Effekt betroffenen Feldern um 1. Okay. Das ist richtig gut. Das ist auf jeden Fall besser als die hier. Da können wir die direkt wegmachen und nehmen das Prüfauge dafür. Hallo? Nein. So. Weil die ist ja ähnlich, aber dafür erhöhen wir nochmal die Felder. So. Das ist schon mal gut. Was haben wir? Genau, der Gedankenschinder. Den möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir noch eine Karte löschen. Den haben wir auch neu. Sieht irgendwie komisch aus. Höllenreiter VR 2. Wenn diese Karte ausgespielt wird, reduziert sich die Stärke von gegnerischen Karten auf von diesem Effekt betroffenen Feldern um 3. Ach. Aber guckt mal, was der für eine geile... Und der hat 5. Oh, der ist super gut. Den nehme ich auf jeden Fall. So, das war's? Oder habe ich irgendwas übersehen? Ach, den hier noch. Planierraupe. Wenn diese Karte ausgespielt wird, reduziert sich die Stärke von verbündeten und gegnerischen Karten auf von diesem Effekt betroffenen Feldern um 3.
Boah, die geht weit. Ist aber irgendwie cool, weil wenn wir die hinten setzen, können wir vorne richtig viel abziehen. Nimm ich. So, das Wahnsinn, ne? Nee, hier ist noch was. Das kenne ich auch noch nicht. Neros Ferox. Ach, das, die sind das. Haben wir eben gegen gekämpft. Solange sich diese Karte auf dem Spielfeld befindet, erhöht sich die Stärke von verbündeten Karten auf von diesem Effekt betroffenen Feldern um 2. Um 2? Mhm. Ja, sieht nicht verkehrt aus. Ich tu die mal rein. So, jetzt müssen wir aber 4 löschen. Tja, welche löschen wir denn? Also, die will ich haben. Der ist nicht so schlecht, weil der hat 3. Wobei das Doofe ist, dass der, wenn der gelöscht wird, reduziert sich die Stärke nach hinten. Ein paar hohe Karten vielleicht weg. Schokomoppel maybe. Oder der hier. Der hat, ist halt cool, weil der wirklich so komplett rundum Felder macht. Aber der hat wirklich nur 1, ne? Er ist wirklich sehr niedrig. Den Titan finde ich eigentlich auch ganz gut. Den Gedankenschinder will ich unbedingt ausprobieren. Semselet. Hm, auch nicht schlecht. Den hier finde ich irgendwie blöd. Der hat halt 4, ne? Das ist halt das Positive an denen. Aber sonst finde ich den irgendwie... Komm, ich nimm den mal weg. So. Vielleicht nehme ich den hier auch weg. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber das ist ein Einer. Ich brauche mehr Einerkarten, ey. Also einen mit einem Pinöppel. Davon habe ich immer viel zu wenig. Ich weiß nicht, ob ich den hier echt möchte. Erhöht sich die Stärke. Das ist halt gut, ne? Erhöhen ist immer gut. Die ist eigentlich auch nicht so gut mehr. Komm, ich nehme den mal weg. So, und die wird hier reduziert sich. Den möchte ich drin lassen, den möchte ich ausprobieren. Ich überlege gerade wirklich, ob ich Titan wegmache mit seinem nur einem. Da ist der Schokomoppel vielleicht besser. Der ist halt cool, weil der alles erhöht nochmal, ne? Also wenn wir hinten nochmal was erhöhen wollen. Er hat auch nur einen, ne? Nur einen Punkt gibt der. Ich glaube, ich nehme Titan weg. So, einer noch. Eine Karte noch weg. Tja. Den ist halt irgendwie cool, weil man nach vorne wegmachen kann. Den mag ich, den Kaktor mag ich irgendwie oben mit der Ecke. Das finde ich irgendwie cool. Der ist auch nicht schlecht. Und den mag ich halt wirklich hier, den Kalmwolf. Der ist auch ganz gut. Also der ist auch super für den Anfang. Ich überlege, ob ich den Brandgardisten wegtue. Weil der echt wehtun kann, ne? Der kann echt wehtun. Komm, ich tu den weg. Wir testen das so. Okay, ja, gut. Ich glaube, so ist es ganz okay. Hat er das jetzt abgespeichert, das Deck? Ja, okay. Na gut, dann wollen wir mal gegen den, Karten spielen. Traut sich wieder keiner mit mir zu spielen. Doch, wir trauen uns jetzt. Endlich. Wir kämpfen jetzt. Also wir spielen gegen dich. Los geht's. Endlich kommt mal jemand, der was auf dem Kasten hat. Ja. Ich bin Cameron. Ich bereise die Welt ständig auf der Suche nach den stärksten Kartenspielern. Dafür klimme ich Berge, überquere Flüsse, durchstreife Wälder. Fernab der menschlichen Zivilisation offenbarte sie sich mir. Die wahre Natur von Blut der Königin. Auch du sollst nun mit ihr Bekanntschaft machen. Haben wir schon. Ach. So. Bist du dafür bereit? Dann komm. Ah, sind wir. Okay, das ist also wieder so ein krasser Gegner. Deswegen kommt dieses, ne, was auch bei diesem einen in diesem Häuschen kam. Okay, bei einem Sieg steigt dein Rang. Cameron, Krähennest. Voraussetzung für Rangaufstieg. Alles klar.
Besiegte Gegner, besiegte Elite-Spieler. Okay, es ist also der neunte Gegner von 9 und es ist ein Elite-Spieler, alles klar. Gut, ja dann, Cameron, los geht's. Mal sehen, ob ich es hinkriege gegen den. Ich habe ein bisschen Schiss. Ja, unser Deck haben wir angepasst. Oh, Midgard-Sormer. Bei Zerstörung von verbündeten und gegnerischen Karten erhöht sich die Stärke dieser Karte um 1. Oh, die ist ja richtig geil. Und die hat 6 Punkte. Was ist das denn für eine geile Karte, Leute? Ey, wenn wir die hinten in die Mitte packen, wo die sicher ist, wie gut ist das denn? Und dann immer schön löschen, immer schön Karten wegmachen. Hier mit, keine Ahnung was. Brandgardist wäre da vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt, wenn man die hat. Oh, das ist gut. Die gefällt mir gut, die Karte. Ja, die will ich sehr, sehr gerne haben. Na gut, aber unser Deck ist jetzt erstmal angepasst. Partie beginnen. Los geht's. Ja. Mal sehen, ob es klappt jetzt, Düm, düm. Ja, nun. Ja, oder? Den brauchen wir eigentlich auch noch nicht. Aber ich habe ein bisschen Schiss, dass wir den dann nicht mehr bekommen. Erhöht sich war der. Okay, ich glaube, das ist okay. Mal sehen, was wir kriegen. Ah, nicht so gute Karten. Schade, ey. Na gut. Oh, guck mal. Aber das ist gut, ey. Die ist fast, ey, die ist besser eigentlich als der Kaktor, wenn man die da oben in die Ecke setzt. Da könnte man den Kaktor jetzt eigentlich wegnehmen aus dem Deck. Naja, gut. Jetzt haben wir ihn aber noch drin. Ja, genau, die ist gut in der Mitte. Schade, dass wir die jetzt nicht zu Anfang hatten, ne? So. Entweder die oder den. Ich glaube, der ist besser. Bleiben wir ein bisschen in unserer Ecke erstmal. Guck mal, 7. Ja, komm, bam, Junge. Mhm, so. Okay. Eins. Sollen wir den schon machen? Gar nicht so schlecht, ne? Da hätten wir da unten schon was. Aber da ist... Nee, eigentlich noch nicht. Erstmal den, oder? Da fehlt uns jetzt natürlich was in der Mitte. Ist ein bisschen ärgerlich. Egal. Komm. Wir werden sehen. Man muss ein bisschen risky sein. Man muss ein bisschen was riskieren. Das ist so. So, was ist, wenn ich das jetzt mache? Das ist gut. Aber dann habe ich oben die Reihe quasi verkackt. Hat keiner halt von uns die obere Reihe. Nee. Ich glaube, ich finde den gut hier. Einfach schon mal setzen. Dann haben wir bei dem, also weil da unten wird der ja eine Karte legen. Ich glaube nicht, dass wir bis dahin kommen. Und da haben wir dann schon mal was reduziert. Oder später hier so in der Mitte wäre die auch nicht schlecht, ne? Sollen wir uns die noch aufbewahren? Ich weiß es nicht. Die wäre auch nicht schlecht. Die ist halt schön hoch, ne? Aber da würden wir nicht mit nach vorne preschen. Da wäre die halt besser. Komm, ich setz den. Scheiß drauf. Ach. Jetzt nicht mehr? So, was war das denn nochmal? Reduziert sich die Stärke von gegnerischen Karten auch von diesem Effekt Betroffenen, also nach vorne. Okay, bringt uns jetzt noch nichts. Der Gardist wäre vielleicht gar nicht so bad. Wieder der Gardist. Ich will den da unten, die Karte will ich wegmachen. Oder das hier. Aber der hat nur einen. Da ist der Gardist besser, der hat 3. Komm, wir nehmen den Gardist. Ah, hat er sich wiedergeholt, der Frechi, ey. Na gut, okay. Damit könnten wir uns die obere Reihe schon mal wieder sichern.
Haben wir noch einen Einer? Ja, hier, so. Machen wir erstmal das, oder? Ja, komm. Das ist okay. Ach, guck mal. Wie gemein! Boah! Aber guter Zug. Jetzt habe ich keinen Einer, den kann ich nicht da oben hinsetzen. Ich könnte aber jetzt das machen. Da hole ich mir die Dinger wieder zurück. Ich habe keinen Einer. Ich kann nur einen Dreier da hinsetzen. Damit würde ich mir zu viel wegmachen. Ja, dann mache ich den Pott, oder? Habe ich die obere und die untere Reihe erstmal so ein bisschen gesichert. Ach, ich weiß nicht, ey. Wobei, wie will der da unten auf den Dreier jetzt noch über 10 kommen? Der ist halt auch, weil der ist echt hoch, ne? Aber dann hätte ich die... Komm, ich mach den Pott. Ich mach den Pott. Ich mach den Pott! Boah, echt niedrige Karten in der Mitte gerade. Okay. Was ist... Warum loost der denn so krass ab, ey? Das wäre gar nicht so schlecht, ne? Dann hätte ich richtig viel Platz wieder. Ja, mach ich doch. Weg mit denen. Haha! Ja, geil. Haushoch gewonnen. So, gut. Semselet. Wie kriege ich denn da unten noch eine Karte hin? Haben wir keinen, der so weit geht, ne? Den kann ich jetzt nochmal reduzieren damit. Dann reduziere ich aber auch meine Mitte. Oder ich nehme den und erhöhe oben. Dann habe ich aber nur noch einer, ey. Kann ich nichts mehr setzen. Ach, kann ich nicht? Was meint ihr? Soll ich das machen? Das wäre irgendwie nice, ne? Da hätte ich alle drei jetzt. Und der könnte nichts mehr tun. Ach, den kann ich nicht. Komm, ich mach den. Ja, Mann. So. Der erhöht den jetzt wieder, ne? Oder ich nehme den hier hin. Ist ja eigentlich wurscht, ich habe eh gewonnen. Wäre cool gewesen, den jetzt eben gehabt zu hätten. Aber ist egal. Ist eigentlich egal. So, was machen wir denn? So? So hätte ich 8. Ist eigentlich wurscht. Ist total wurscht. Tja, hast du dich ein bisschen verhaspelt, wa? Ja, ich kann ja nichts anderes mehr machen. Ich habe trotzdem gewonnen. Egal. War nicht so ein geiler Sieg jetzt, muss ich sagen. War ein bisschen, keine Ahnung, ich hätte es ein bisschen höher und schöner gehabt. Gerne. Aber es hat funktioniert letztendlich. Und gar nicht mal schlecht funktioniert. Aber der hat auch schlecht gelegen, jetzt mal im Ernst, oder? Mal im Ernst. Neue Karte. Oh, geil, ey. Midgard Sommer. Die ist richtig geil, die Karte. Die ist wunderschön, ey. Die ist super für hinten in der Mitte. Was jetzt? Okay. Was geschieht hier? Was hat das zu bedeuten? Ich wollte doch nur ein Spiel zum Zeitvertreib kreieren. Was ist... Schon wieder diese Stimme ist etwa gekommen? Nein, unmöglich. Es ist doch nur ein Kartenspiel. Unmöglich. Wieso? Das darf nicht sein. Ich muss sofort etwas unternehmen. Was hast du?
Hat dich das Spiel so sehr in seinen Bann gezogen, dass du anfängst zu halluzinieren? Du siehst ja aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Das erinnert mich an die Worte von Lidrel Balmon. Er war ein Historiker und hat Blut der Königin erschaffen. Kurz nach dem Verkaufsbeginn der Karten soll eine mysteriöse Stimme vernommen haben. Daraufhin hat er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und ging einsam in den eigenen vier Wänden zugrunde. Nicht wenige haben sich durch das Spiel verändert. Das zeigt, welche tiefgründigen und komplexen Sachverhalte sich hinter dem simplen Auslegen von Karten verbergen können. Durch das Match mit dir habe ich einen tieferen Einblick in die Natur des Spiels erlangt. Du hast mich auf meinem Weg vorangebracht. Danke. Wie schnell der seine Laune gerade geändert hat, ey. Was war das denn? Jetzt gibt's auch noch irgendwie ein unterschwelliges Ding zu dem Kartenspiel? Was? Hä? Okay, darauf muss ich jetzt erstmal klarkommen. Wir beenden die Folge jetzt hier. Und ja, gehen in der nächsten Folge dann zu Chatler. Yay! Na gut, dann bis dahin, Leute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.